Ups, Ihre Speicherdaten sind offenbar beschädigt. Nur ein Scherz. Verarsch mich nicht. Zum Glück kenne ich den Joke. November 2038, 15:02. Vertrag dich mit Lieutenant Anderson. Ja, ob das was wird. Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Ja. Ja, das Glücksspiel betrug. Geteilte Polizist machen mit. Detroit Lebensmittelhygiene Lizenz. Lizenz abgelaufen, 20.05.31. Erneuerung abgelehnt, 24.07.31. Case Gary. Geboren 3.12.88 Geschäftsinhaber und so weiter. Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung. Fantastisch. Und hier. Hier ist der Hank. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich dachte, wir könnten jetzt durchgehen, was wir alles über Abweichler wissen. Nein, wir können jetzt überhaupt nichts durchgehen. Jetzt ist Mittagspause. Also schalt auf Standby und lass mich in Ruhe, okay? Bitte sehr. Über den Burger scannen. Viel Fett. Kohlenhydrate. Und Wassersalz. Danke, Gary. Ich verhungere ihn. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Okay, den konnten wir nicht amüsieren. Siehst du? Dieser Pedro. Da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Ja. Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge Ihres täglichen Kalorienbedarfs und doppelt so viel Cholesterin. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen.
Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Nicht alles. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Ich weiß, dass Sie ein erfahrener Polizist sind und hätte gerne Ihr Vertrauen. Ich bin sicher, dass wir den Fall lösen, wenn wir beide zusammenarbeiten. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Ich dachte, Connor geht schon mal vor. Jetzt geht's auf die Abweichlerjagd. Hey Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Ja. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Befragen den Verdächtigen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Stark. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch hier das seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Nicht so aus, als würde hier jemand wohnen. Schau mal hier noch kurz. Der scheinbar nicht. Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, wie das hier stinkt. Okay, gibt's was? Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Wilde Tiere. Ich finde den schon noch. Verdächtige ist nix. Ich habe nur einen Androidus. Braucht doch nix.
so jemand, also ein Poster in der urbanen Form. Poster-Ecke, 100% Recyclingpapier. Schutz nicht bewegt. Ich brauche frische Luft. Okay, das könnte uns doch weiterhelfen. Ich frage es nur, wie. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Militärjacke. RT. Vermutlich. Initial. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter. Rupert Torres. Echtheit Fälschung. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Okay. Mehr Tauben. Da hinten habe ich noch was gesehen. In einem Raum. Scheiße, ich hasse diese. Okay. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Das muss irgendwie eine Bedeutung haben. Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben. Zucker, plötzlich umgestoßen, Spuren von Vogelkäfig, Vogelfäkalien. Das ist der Textmarker. Zu mir. Oha. Ins Wohnzimmer gelangt. Okay, so oder andersrum. Weiß nicht. Der noch welche hat. Bei E-Books kann man. LED. Glühkomponente. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Blaues Boot. Noch was? Sieht nichts aus, dann nimmt man drüben durch noch was. Vogelfutter. Ich fass es nicht. Okay. Und abguck. Metallhaken. Spuren bei den 49,8 Spuren verzinktem Stahl. Diese Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert.
Ah, hier müssen wir es nochmal rekonstruieren. Ja. Was zum... Achso, ja. Verdächtige ist noch hier. Oha. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Das ist der Weichler. Okay. Die Events. Komm hinterher, ja. Na komm. Einfach, aber langsam, schnell war das Ganze. Was hier? Was du? Hier. Mit sein muss das Ganze. Ach, Scheiße. Ich kenne keine Gefahr. Schwerbares Rand. Let's go. Die. Verdammt. Die kann ich nicht so gut. Oha. Nicht vergessen. Auf hier. Direkt durch hier. Na komm. Hier gehe ich. Ab durchs Feld. Oha. Wir haben eine Mission. Ein Druidenfang. Androiden. Ich habe nichts getan. Ich wollte nur frei sein. Du weißt, was sie mit mir machen, wenn du mich festnimmst. Die kommt schon zurecht, der Hank. Modell 874004961. Deine Software weist gravierende Fehlfunktionen auf, darunter Klasse 4 Fehler. Du bist somit also defekt und wirst zur Deaktivierung zu Cyberlife zurückgeschickt. Rühr dich nicht vom Fleck. Du Drecksack! Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger. Ich musste mich entscheiden. Es erschien mir... Was bin ich für dich? Okay, eine Ziffer? Verdient. Eine Null oder eine Eins in deinem Scheißprogramm? Ist das dein Bild von Menschen, du Mistkerl? Scheiße. Ich verstehe. So ziemlich. Gut.
Die Einschätzung war... Ich scheiße auf dich und deine Einschätzung! Komm her. Die Einschätzung war jetzt selbst geschafft. Okay. Du bist einer von uns. Schnauze! Du hilfst den Menschen. Doch du bist nur ihr Sklave. Ich sagte Schnauze! Okay. Okay. Komm mit. Er war 9. Rette mich. Hey, was zur Hölle? Ach du Scheiße. Na, sehr toll. Verschissene Androiden. Mission verfehlt. Hauptschau, freigeschaltete Schnappidee. Wir haben ihn uns geschnappt. Und ist auch geflohen. Mittagspause. Hank anschließen und Übung analysieren. Mit Hank reden. Hätten wir nicht tun können. Ehrlich mit Hank sein. Hank vor Kurtes drin waren. Das letzte haben wir nicht mehr gemacht. Aufzug ins Netz. Ins Nest. Federn untersuchen. RA9 Verweis ansehen, Stuhl untersuchen, Käfig untersuchen, zwei andere Sachen, die wir nicht untersucht haben, eine Idee finden, Tagebuch finden. Okay, das könnte später wahrscheinlich noch relevant werden. Die haben wieder was übersehen, was hier, was gefunden, was uns hier zum nicht finden. Und zur Flucht geholfen hätte. Rupert verfolgen, Rupert einholen. Das hätten wir auch nicht geschafft. Wenn wir es nicht geschafft hätten, wäre das ein Ding geworden. Also Rupert nicht einholen, entkommen lassen. Rupert schubst Tank. Rupert verfolgen. Rupert folgen. Hier hätten wir Hank folgen, Hank retten können. Hätten wir den einen gehabt. Rupert hat selbst nicht begangen. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Findet Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber... damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Ich glaube nicht. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich glaube nicht, dass er damit klarkommen kann. Sieht um für eine Lucy und Jericho. Sieht ja fantastisch aus hier. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht.
Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Ich kann das irgendwie nicht glauben, die Sache mit dem, was Bruno sagt, dass die Abweichler nur imitieren und in Wirklichkeit also Programmfehler sind, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, zu fühlen. Ich sehe hier ziemlich viele Gefühle bei den Leuten, bei den Androiden. Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Eine Schande. Was die Menschen mit den Drüben anfangen. Was der angestellt wird. Drüben, die man nicht mehr braucht. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Das sehe ich.